Guten Morgen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, guten Morgen, liebe Experten. Ich freue mich, dass Sie alle sich heute Morgen die Zeit nehmen, um teilzunehmen an unserem Pressbriefing zum Thema, also anlässlich der Veröffentlichung des Syntheseberichts zum sechsten Sachstandsbericht des Weltklimarats IPCC. Möchte mich auch nicht mit langer Vorrede aufhalten. Sie alle haben den Bericht unter Embargo bekommen und ich wäre nicht sehr überrascht, wenn Sie auch schon einige Zeit mit der Lektüre verbracht haben. Nach den Beiträgen der Arbeitsgruppen 1 bis 3 und den drei Sonderberichten, zum Beispiel dem 1,5-Grad-Bericht, beschließt der heute um 14 Uhr erscheinende Synthesebericht den sechsten Berichtszyklus des Sachstandsberichts des IPCC. Ganz wichtig, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie ich gerade schon sagte, die Sperrfrist läuft heute um 14 Uhr ab. Das heißt, alles, was wir jetzt hier besprechen und was hier gesagt wird, muss bitte bis heute Mittag um 14 Uhr noch unter Verschluss bleiben und darf erst dann veröffentlicht werden. Ich freue mich sehr, dass wir drei Experten, die an diesem Synthesebericht mitgearbeitet haben, vorab für dieses Pressbriefing unter Embargo gewinnen konnten. Und nicht nur das, sondern vielmehr hat auch jeder dieser Experten in einem anderen Arbeitsgruppenbericht mitgearbeitet, sodass wir heute hier auch gerne darauf schauen können, was den Synthese-Report mit speziellem Blick auf die Beteiligung einer der Arbeitsgruppen auszeichnet. Ich freue mich wirklich sehr darüber und danke, dass Sie sich nach dem sicherlich kräftezehrenden Prozess in der vergangenen Woche die Zeit nehmen, heute so früh hier mit uns zu sprechen. Danke, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch für Ihr großes Interesse. Unsere Einladung an Sie war erst kurz raus und unser Mailpostfach ist seitdem eigentlich kaum zur Ruhe gekommen. Ich freue mich sehr über Ihr großes Interesse. Und wie immer, dieses Pressbriefing soll Ihnen die Chance geben, hier Ihre Fragen loszuwerden. Es gibt kein Drehbuch, dem wir folgen. Schreiben Sie Ihre Fragen bitte unten in Fragen und Antworten rein, nicht in den Chat, sondern in Fragen und Antworten. Und wir werden dann versuchen, so viele Fragen wie möglich zu adressieren. Wir werden vermutlich nicht alle schaffen. Ich stelle Ihnen jetzt kurz die drei Experten in alphabetischer Reihenfolge vor, und werde dann kurz eine Einstiegsfrage stellen und dann wäre auch schon Zeit für Ihre Fragen. Deswegen seien Sie nicht schüchtern, hauen Sie in die Tasten. Guten Morgen, Matthias Garschagen. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Anthropogeographie mit Schwerpunkt Mensch-Umwelt-Beziehung an der Ludwig-Maximilians-Universität LMU in München. Und er war Mitglied des Kernautorenteams dieses Syntheseberichts. Und weil ich ja sagte, alle drei waren in verschiedenen Arbeitsgruppenberichten beteiligt als Autoren und Leitautoren. Herr Garschagen war in Arbeitsgruppenbericht 2 involviert. Oliver Geden ist Senior Fellow in der Abteilung EU-Europa bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, dem Deutschen Institut für internationale Politik und Sicherheit, SWP, in Berlin. Und auch er war Mitglied des Kernautorenteams des Syntheseberichts und er war ein Leitautor eines Kapitels im Arbeitsgruppenbericht 3 des Sachstandsberichts. Und vollständig mache ich unsere Runde mit Gerhard Grinner. Er ist leitender Wissenschaft am Institut für Umweltgeowissenschaften an der Universität Grenoble-Alpes und einer der zwei sogenannten Section Facilitators im Kapitel Langfristige Klima- und Entwicklungszukünfte in dem heute erscheinenden Synthesebericht. Und er war Leitautor in einem Kapitel des Arbeitsgruppenberichts 1. Mein Name ist Silvio Wenzel, ich bin hier Redakteur für Klima und Umwelt beim Science Media Center. Herr Garschagen, was sind aus Ihrer Sicht denn die zentralen Botschaften, die von diesem Synthesebericht ausgehen? Und welche Impulse erhoffen Sie sich dafür für die politische und öffentlichen Debatten? Ja, vielen Dank und vielen Dank für die Einladung und das große Interesse. Ich würde mal drei Dinge nennen. Das eine ist, wir haben uns ja angeschaut, wo stehen wir mit dem Klimawandel? Wie stark schreitet er voran? Wo stehen wir auch mit den Risiken? Kernaussage ist, wir wissen, dass die Risiken stärker sind, stärker ausfallen werden, jetzt schon die Auswirkungen stärker sind und zukünftigen Risiken stärker ausfallen werden, als wir das vormals vor 8,5 Jahren, am Ende des letzten Berichtszyklus gedacht haben. Das hat damit zu tun, dass wir besser verstehen, wie sensibel Systeme reagieren, wie sich verschiedene Risiken auch hochschaukeln. Also will sagen, es ist dringender geworden, auch daher, weil wir verstehen, dass bei gleicher Temperatur 1,5 Grad oder 2 Grad die Auswirkungen stärker werden. Zweiter Punkt, es tut sich einiges, wir kommen voran, können die anderen Kollegen sicherlich auch noch viel zu sagen. Im Klimaschutz gibt es Ziele, die liegen auf der Hand, in der Klimawandelanpassung. Tut sich einiges, viele Nationen haben Anpassungskonzepte entwickelt und zu Papier gebracht, aber wir sind sehr schlecht darin, in weiten Teilen, in vielen Sektoren von den Zielen auf dem Papier auch zur Handlung zu kommen.
Drittens aber, und das ist eine wichtige Kernaussage, wir haben zunehmend verstärktes Wissen auch darüber, was getan werden muss, um diese Kehrtwende zu schaffen, sowohl im Klimaschutz als auch in der Klimawandelanpassung. Und das ist ganz wichtig. Wir können sehr genau herausarbeiten, wo die Synergien liegen, wo die gleichen Steuergelder, die eingesetzt werden, sinnvoller eingesetzt sind, wo wir verschiedene Ziele gleichsam erreichen können. Gehen wir gleich bestimmt noch im Detail darauf ein. Und das würde ich mir wünschen von der Politik, diese Impulse auch aufzunehmen. Wir wissen eigentlich relativ genau, was getan werden könnte und müsste. Und wir müssten aber deutlicher und tiefgreifender jetzt auch die Kehrtwende wirklich schaffen in beiden Bereichen. Also da braucht es mutiges Vorangehen, Zögern. Die Zeit ist uns wirklich davongelaufen. Die letzten 8,5 Jahre sind wir nicht so schnell vorwärts gekommen, wie wir es eigentlich dachten. Und das würde ich mir natürlich wünschen, dass dieser neue Wissensstand auch wirklich dazu anleitet, jetzt auch mutiger, schneller und tiefgreifender auch vorzugehen und Maßnahmen und Politiken auch entsprechend umzusetzen. Danke für diese kurze Einordnung. Ich denke auch, wir werden im Laufe der Stunde hier sicherlich auf einzelne Punkte kommen. Oliver Geden, als wir telefoniert haben in der vergangenen Woche, sagten Sie mir mal, dieser Synthesebericht ist sicherlich der politisch umstrittenste Bericht dieser ganzen Beiträge des Sachstandsberichts. Jetzt kann man sagen, okay, Arbeitsgruppe 1, der hat sich vor allem mit der Klimaphysik beschäftigt und es gibt ja diesen schönen Spruch, mit Physik lässt sich nicht verhandeln und wahrscheinlich auch nicht über Physik. Bei Arbeitsgruppenbericht 2 und 3 ist da bestimmt schon mehr Diskussionsstoff geboten gewesen, auch wenn man, das kann man ja auch daran sehen, wie lange die Verhandlungen da dauerten. Und wenn man sieht, dass gestern Abend erst um 8:30 uns Journalistinnen das Embargo-Material erreicht hat, kann man sich denken, wie lange das gestern gedauert hat. Warum ist denn dieser Synthese-Report der politisch umstrittenste? Ja, ich denke, das hat mit dem Status des Reports im UN-Klimaverhandlungsprozess zu tun. Natürlich sind alle Berichte, die Teilberichte, die drei, aber auch die Sonderberichte, die es vorher gab, zu 1,5 insbesondere politisch relevant. Aber hier ist ein Prozess definiert. Der Synthesebericht ist ein sozusagen privilegierter Input für die globale Bestandsaufnahme unter dem Pariser Abkommen, die jetzt im Herbst bei der COP28 abgeschlossen wird und aus der dann die nächste Runde der NDCs folgt bis 2025. Und IPCC-Berichte bzw. die Zusammenfassung für die Entscheidungsträger haben die Funktion, dass dann über diesen Wissensstand nicht mehr wirklich diskutiert werden muss in den UN-Klimaverhandlungen. Der wird dann akzeptiert von den Delegationen. Und wenn der Konnex zwischen einem Bericht und dem politischen Verhandlungsprozess so explizit ist wie beim Synthesebericht, wird natürlich auch länger an Formulierungen gefeilt. Was man nicht überschätzen darf, ist dieses über die eigentliche Deadline hinausgehen. Der IPCC, das IPCC-Sekretariat, ist immer ein bisschen vorsichtig von vornherein, diese Approvals bis sonntags zu planen, weil man dann auch befürchtet, dann stellen sich alle von vornherein darauf ein. Das ist im Grunde genommen wie bei COPs und der UNFCCC. Das führt dann aber regelmäßig dazu, dass dann in der Zeitung steht, wenn in den Medien steht, x Stunden an Zeit überschritten. Ich sag mal, für uns als Autoren war das Wochenende immer schon mit eingepreist. Deshalb machen wir das auch, deshalb haben wir auch dieses Gespräch, was wir jetzt führen, auf Montagmorgen belegt, während in anderen Ländern mussten dann die Veranstaltungen gestern Abend abgesagt werden. Ja, das ist richtig. Da gab es auch einiges an E-Mail-Verkehr, weil immer gelauert wurde, wann kommt denn jetzt eine Nachricht aus Interlaken, dass wir durch sind. Danke, Herr Geden. Herr Krinner, ich habe es gerade schon gesagt, Sie haben bei den Sachstandsberichten bei der Arbeitsgruppe 1 mitgewirkt, also dem Bericht, der sich sozusagen im klassischsten Sinne mit Themen der Klimawissenschaften beschäftigt, also harte Naturwissenschaften könnte man vielleicht verkürzt sagen. Wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn Sie jetzt mit Ihrer Perspektive als Arbeitsgruppen 1 Autor für den Synthesebericht mit den Inhalten aus der Arbeitsgruppe 2 und 3 arbeiten und dort die Inhalte übereinander gelegt werden? Das ändert ja nichts an der Physik. Wie ist denn da Ihr Blick oder jetzt Ihre Erfahrung als Arbeitsgruppen 1 Mitglied auch? Als Klimaphysiker lernt man vor allem sehr viel bei so einer Arbeit an einem Synthesebericht. Als ich angefangen habe hier mit dem Synthesebericht, wirklich als naiver Klimaphysiker angekommen und wusste sehr, sehr wenig über Arbeitsgruppen 2 und 3. Und ich bin sehr stolz, dass ich in den 2 Jahren, an diesem Bericht gearbeitet habe, noch viel darüber gelernt habe. Ich habe auch gelernt, und ich finde es extrem wichtig, dass diese Synthese eine wirkliche Synthese ist. Die
die Erkenntnisse der Arbeitsgruppe 1 stehen nicht irgendwo im Weltraum ohne Verbindungen zur Erde. Sie werden sehr ernsthaft in der Arbeitsgruppe 2 und 3 aufgenommen und eingebunden und sind wirklich die Grundlage für die wirklichen Entscheidungen. Und deswegen ist dieser Synthesebericht wissenschaftlich extrem fundiert. Dankeschön. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nochmal, bitte schreiben Sie gerne Ihre Fragen rein. Einige sind schon eingetroffen, aber Sie können da gerne auch noch mehr Fragen schreiben. Noch mal eine Frage an Sie alle drei, wer antworten möchte, ist herzlich eingeladen. Ich habe mir in der Vorbereitung auch nochmal die Headlines aus dem Synthesebericht des letzten Sachstandsberichts angeguckt, also 2014. Und dort stand unter den Headlines so drunter, ja, der menschliche Einfluss ist eindeutig, die Treibhausgasemissionen sind auf dem Höchststand, die Auswirkungen des Klimawandels zeigen sich schon deutlich und Anpassungsmaßnahmen und Emissionsminderungsmaßnahmen sind gleichermaßen wichtig. Jetzt 9 Jahre später könnte man auch ohne Synthesebericht das eigentlich so stehen lassen, inklusive dem Höchststand der Emissionen. Ich frage jetzt mal so ein bisschen pieksig oder gemein, sage ich mal, was bringt denn dann Ihre Arbeit noch? Was sind denn die Punkte, bei denen Sie, Autoren und Autorinnen, dann die Hände in die Hüfte stemmen und sagen, das hätte ich jetzt so nicht erwartet? Gerne, Herr Garschagen. Ja, also ich würde mal sagen, es gibt ja immer so die Stimmen, die so sagen, das bringt alles nichts mehr, weil eigentlich die Grundkernbotschaften auch im letzten Zyklus schon da waren und es wird nicht auf die Wissenschaft gehört sozusagen. Ich bin eigentlich kein Anhänger dieser Meinung. Ich glaube, wir stünden ohne das wiederholte Warnen des IPCC, auch ohne die klare Aufarbeitung, wahrscheinlich noch schlechter da. Es ist ja nicht so, dass ich nichts getan hätte in den Jahren. Es sind viele Klimaziele formuliert worden. Wir sind schon auch mit der Klimawandelanpassung vorangekommen, aber eben nicht schnell genug. Also und ich glaube, wir stünden ohne die Berichte des IPCC, ohne den letzten, auch ohne den diesigen jetzt oder ohne die Berichte, die hier reingelaufen sind in den Syntheseberichten, noch deutlich schlechter da. Das muss man sich mal wieder vor Augen führen. Wir werden in der Klimapolitik sicherlich bei weitem nicht dort, wo wir jetzt wären, 1,5 Grad Ziel, 2 Grad Ziel und so weiter, die Diskussion von Verlusten und Schäden und all das sind Themen, die doch auch mit zum Teil sehr stark aus der Wissenschaft heraus geframed wurden und auch bearbeitet wurden. Also ich bin kein Freund davon zu sagen, das ist alles unnütz. Ich glaube, wir stünden noch schlechter da. Für mich stimmt schon persönlich, ist es teilweise frustrierend, weil eben genau das auch wahr ist, auch zugleich. Wir müssten natürlich noch deutlicher hören, wir müssen zügiger und tiefgreifender ins Handeln kommen. Und das da tun wir uns schwer. Aber zu sagen, es tut sich überhaupt nichts, ist, glaube ich, auch nicht gerechtfertigt. Also meine Einschätzung dazu. Aber es ist so, wir haben es leider jetzt in den letzten 8,5 Jahren dringender werden lassen. Die Grundkernaussagen oder die Grundempfehlungen, die man ableiten konnte aus dem Wissen, waren auch vor 8,5 Jahren schon ähnliche. Da gebe ich recht, wir sind in einigen Punkten sehr genauer geworden, können wir gleich nochmal darauf eingehen, das Wissen über Overshoot-Pfade und so weiter. Aber dieser Grund war da. Wir haben nicht schnell genug gehandelt in den letzten Jahren als Weltgemeinschaft und deshalb ist es jetzt dringlicher geworden. Das heißt aber nicht, dass es nicht notwendig ist, wieder darauf hinzuweisen und den neuen Stand aufzuarbeiten. Also das denke ich schon, das sollte kein Entweder-Oder sein in meinen Augen. Ne? Was ich immer ganz spannend finde, ist, wenn man so liest, was dieser Bericht ist, manche sprechen von Zusammenfassung, er heißt aber eigentlich Synthesebericht. Er ist ja dann doch irgendwie mehr als, wieder flapsig gesprochen, Copy und Paste mit der wichtigsten Passagen aus den drei Arbeitsgruppenberichten. Was ist denn tatsächlich die Syntheseleistung? Herr Krinner, Sie lächeln so wissend. Die Syntheseleistung, also natürlich fängt man an, die Hauptaussagen aus den drei Berichten gegenüberzustellen. Syntheseleistung besteht dann darin, in bestimmten Teilen die Aussagen der Berichte wirklich zusammenzuführen. Zum Beispiel, was das 1,5-Grad-Ziel betrifft. Klimaphysiker haben ihre großen Klimamodelle, machen Simulationen mit diesen großen Klimamodellen, die Klimaentwicklung berechnen unter bestimmten Hypothesen über zukünftige Emissionen. In der Arbeitsgruppe 3 werden Projektionen oder Pfade der zukünftigen Emissionen auch berechnet, modelliert. Das sind nicht dieselben Arten von Klimamodellen, die in Arbeitsgruppe 1 und 3 berechnet, benutzt werden. Sie haben auch nicht dieselben Ziele, aber in beiden Modellen, beispielsweise in beiden Typen von Modellen beispielsweise, wird irgendwann das 1,5-Grad-Ziel erreicht.
Zusammengeführt haben wir das in diesem Synthesebericht, wo wir eben eine Aussage haben, dass in allen oder in fast allen Modellen und Pfadwegen, Emissionspfadwegen, die wir im IPCC oder in der Klimaforschungsgemeinschaft haben, das 1,5-Grad-Ziel bis 2040 überschritten wird. Das ist also ganz klar eine Synthese aus den beiden Arbeitsgruppen beispielsweise. Natürlich ist auch im Synthesebericht öfters ganz klar ein Ergebnis aus einer Arbeitsgruppe hervorgehoben. Man kann nicht alles synthetisieren, aber es gibt eben diese Syntheseergebnisse auch, die wichtig sind. Dankeschön. Dann steige ich jetzt mit den Fragen der Kolleginnen und Kollegen ein. Danke für die Fragen, die schon eingegangen sind und auch nochmal die Einladung und Aufforderung, gerne auch weitere Fragen einzubringen. Etliche Fragen gehen auf den Punkt ein, wie es denn dann jetzt zuletzt in Interlaken tatsächlich aussah. Welche Punkte waren bis zuletzt strittig? Welche Diskussionen gab es? Und was hat dafür gesorgt, dass der Bericht gestern Abend dann tatsächlich erst gestern Abend kam? Herr Geben. Da muss ich die Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, enttäuschen. Da dürfen wir nämlich wie immer nicht drüber sprechen. Und das Problem ist natürlich, dass es im Laufe der Woche dann viele Gerüchte darüber gibt und bestimmte Länder hervorgehoben werden und man das aus der Binnensicht nicht immer nachvollziehen kann, welche Länder hervorgehoben werden. Es gibt ja auch immer in der Woche nach diesen Approval Meetings, diesen Bericht der Beobachter, das Earth Negotiations Bulletin, wo man das nochmal im Detail nachvollziehen kann. Man muss aber sagen, dass alle Regierungsdelegationen dort die Interessen ihrer Länder vertreten und das im Übrigen auch. Und ich glaube, sie haben jetzt alle nur die Summary for Policymakers und noch nicht den sogenannten Longer Report, dass es hier die gleiche Struktur gibt wie bei den Arbeitsgruppenberichten. Es gibt sozusagen den eigentlichen Bericht und es gibt die Summary for Policymakers. Also das hier ist die Summary des sogenannten Longer Reports, der heute Nachmittag um 2 Uhr dann mitveröffentlicht wird, und es ist dieselbe Logik wie immer. Es gibt zwar dieses Line-by-Line-Approval der Summary, aber es muss gedeckt sein, wissenschaftlich gedeckt sein, durch das, was im eigentlichen Report steht. Und dieser eigentliche Longer Report, ich weiß gar nicht, was das deutsche Wort dafür ist, der ist auch nicht so wahnsinnig lang, aber eben deutlich länger als die Summary, muss wiederum von dem gedeckt sein, was in den drei Arbeitsgruppenberichten und in den Sonderberichten steht. Und manche Formulierungen sind sozusagen dann durch Verhandlungen selber zu erklären. Es gibt, glaube ich, das Missverständnis, dass diese Summary sozusagen ein Kommunikationsinstrument sei. Aus meiner Sicht ist es ein diplomatisches Dokument zwischen den beteiligten Regierungen. Es geht um Co-Ownership dieser Regierung, damit sie dann nicht mehr in Frage stellen in den UN-Klimaverhandlungen, was eigentlich der Wissensstand ist, was beim Klimawandel ein großes Problem ist, weil wir nach wie vor im Wesentlichen über die Zukunft sprechen, auch wenn wir die Klimawandelfolgen in einigen Teilen ja schon sehen. Das heißt, das ist einfach Ausschluss des Verhandlungsprozesses. Und weil es gefragt wurde im Chat in diesem Global Stocktake, der im Herbst sozusagen seinen Abschluss findet, der technische Dialog unter diesem Global Stocktake läuft schon, das ist jetzt auch das erste Mal unter dem Paris Agreement. Anschauen, wo liegen wir bei Mitigation, wo liegen wir bei Adaptation, bei Anpassung, aber auch bei Finance. Dort ist in dem entsprechenden Dokument, ich glaube, das war bei der COP in Katowice, der IPCC als einer, dieser IPCC-Synthesebericht als einer der 6, 7, 8 autoritativen Quellen genannt. Also insofern hat dieser Bericht eine bestimmte Rolle in dem Report, aber auch da liegt sie in der Hand der Regierung, was sie in den Verhandlungen genau damit machen. Aber um ein Beispiel zu nennen, was neu ist und was so explizit auch nicht in den vorherigen Berichten stand oder nicht im Arbeitsgruppe 3-Bericht, dass es jetzt zum ersten Mal eine Benchmark gibt für Emissionsminderung 2035, weil die nächsten NDCs, die bis 2025 veröffentlicht werden, für das Jahr 2035 sein werden. In dem Arbeitsgruppenbericht 2030 bis 2040, in dem Arbeitsgruppenbericht 3 gab es die Zahlen nur für 2030 und 2040. Und dann können wir uns alle vorstellen, dass Regierungen schon mal genau auf diese Zahlen drauf gucken.
die so auch schon bekannt waren, aber nicht so explizit genannt waren, weil natürlich die dann sozusagen auch zum Maßstab des Handelns werden oder zum Maßstab des Handelns gemacht werden in der öffentlichen Debatte. Und da gibt es viele andere Elemente, wo Regierungen antizipieren könnten, das wird politisch ein interessantes Thema werden, indem sie Loss und Damage seit COP27 und entsprechend genau gucken wir darauf. Aber die Regierungen haben eben nicht den Einfluss auf den eigentlichen Report, auch wenn das mit dem Synthesebericht ein klein wenig anders funktioniert. Und das würde jetzt sehr technisch werden als bei den großen Arbeitsgruppenberichten. Herr Garschagen, Herr Grinner, Sie wollten beide ergänzen. Herr Garschagen, Sie zuerst bitte. Ja, vielleicht noch kurz zu dieser Frage, warum dauert das so lange, was passiert da eigentlich und so weiter. Das ist vollkommen richtig. Man kann natürlich nicht im Detail berichten, was jetzt gelaufen ist, aber um das Prozedere nochmal vielleicht zu verdeutlichen und sich nochmal vor Augen zu führen, was passiert da eigentlich. Wir haben jetzt mehrere tausend Seiten Berichtsmaterial. Die synthetisieren wir und daraus sollen wir eine zehnseitige Zusammenfassung schreiben aus der Synthese. 10 Seiten, mehrere tausend Seiten auf 10 Seiten. Zu der dann Satz für Satz über 190 Nationen zustimmen. Und das ist natürlich eine Aufgabe, die braucht Zeit. Das heißt gar nicht mal, dass da abgeschwächt wird oder dass da verhandelt wird. Aber es ist natürlich immer die Frage, was schafft es in diese 10 Seiten? Wo werden Highlights gesetzt? Welche quantitative Information, die in den zugrunde liegenden Informationen zum Beispiel auch immer da ist, schafft es eigentlich, dieses Elevation, diese Sichtbarkeit in der SPM auch zu gestalten? Das ist sicherlich ein wichtiger Prozess, kann man sich vor Augen führen. Wenn Sie sich vor Augen führen, bei uns hier ein Fakultätsrat mit 15 Leuten oder ein Stadtrat mit 10 Leuten, die diskutieren teilweise 2 Tage lang über ein 5-seitiges Dokument. Jetzt haben wir ein 10-seitiges Dokument mit über 190 beteiligten Parteien. Das ist natürlich, das ist vollkommen klar, dass das lange dauert. Ist aber nicht was Schlechtes per se. Und vielleicht noch ein Satz auch dazu zur Syntheseleistung. Das war die vorherige Frage. Was ist neu an der Synthese? Ich denke schon, man muss sich vor Augen führen, der IPCC in seinen Arbeitsgruppen, in seinen Strukturen ist gewachsen entlang der Wissenschaft. Verschiedene wissenschaftliche Teildisziplinen und wissenschaftliche Felder. Die Politik macht oder zumindest sollte auf das Problem natürlich als eines schauen. Die Politik ist sehr daran interessiert, wie können wir zum Beispiel Klimaschutz und Klimawandelanpassung zusammendenken? Wo sind die Synergien? Wo sind auch mögliche Konflikte? Und das gelingt uns in den Arbeitsgruppenberichten nur teilweise. Das müssen wir zusammenführen. Und dafür ist, glaube ich, schon das Wissen, was im Synthesebericht bereitet wird, etwas nicht einfach nur eine Zusammenfassung, sondern schon etwas Neues. Es hebt Wissen, auch die Analyse auf ein neues Level, weil wir genau diese Synergien herausarbeiten können, was uns so in den Arbeitsgruppenberichten nur zum Teil eben gelingt. Ja, und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen. Das eine war wissenschaftlich gewachsen, entlang wissenschaftlicher Disziplin. Politik braucht das Thema als Ganzes. Und deshalb ist dieser Synthesebericht so zentral. Herr Grinner, auch Ihr Input gerne. Nochmal ganz kurz zu diesem Prozess der Kondensierung, der schrittweisen Kondensierung der wissenschaftlichen Erkenntnisse. Die Arbeitsgruppenberichte, die sind also 2000 Seiten lang, jeweils ungefähr. Insgesamt, glaube ich, haben diese Arbeitsberichte so um die 80.000 wissenschaftliche Artikel zitiert. Wenn man also 80.000 wissenschaftliche Artikel nimmt, das sind 10, 15 Seiten, dann kommt man auf 1 Million Seiten wissenschaftlicher Literatur, die am Ende auf 10 Seiten im SPM kondensiert worden sind. Das heißt, jedes Wort ist dann natürlich entsprechend schwer oder dicht. Ich möchte hier ganz kurz noch mal Werbung für diesen Longer Report machen, also für den unterliegenden Synthesebericht. Der ist vielleicht, wenn er dann gedruckt werden wird, 40, 50 Seiten lang. Er ist eigentlich wahrscheinlich leichter lesbar als das SPM. Er ist zwar etwas länger, aber es sind viele zusätzliche Details drin, die wirklich interessant sind und trotzdem relativ kurz sind, also vergessen Sie bitte diesen langen Bericht nicht, sobald er rauskommt. Danke. Gut, vielen Dank. Herr Geben, eine Frage an Sie, und zwar die Pressemitteilung des IPCC geht los mit, es gibt viele verschiedene erreichbare und effektive Möglichkeiten, die Treibhausgasemissionen zu verringern und den menschengemachten Klimawandel abzufedern, sage ich mal. Auf Seite 22 dieser Summary for Policymakers gibt es diese Tabelle, die uns zeigt, bis zu welchem Jahr wir welche Emissionsminderung erreicht haben müssten. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, die beziehen sich immer auf das Jahr 2019. Also eben ein Jahr, bei dem wir deutlich höhere Emissionen hatten als 1990. Was heißt denn das jetzt tatsächlich? Also ist das wirklich eine Botschaft, die aus diesem Synthesereport rausgeht, dass die Emissionen noch viel stärker verringert werden müssten, als wir das bisher immer denken, wenn wir über das Global Carbon Budget sprechen?
Nee, das meint es nicht, weil auch diese Zahlen sich im Grundsatz gar nicht verändert haben. Also Syntheseberichte heißt dann streng genommen eben auch, man muss mit dem Material arbeiten, das man hat. Und das kann manchmal, ich sag mal, zu Lücken führen, die ein bisschen unglücklich erscheinen. Ihnen ist vielleicht aufgefallen bei A4, dass dort eine kurze Analyse der NDCs formuliert ist mit dem Emissions Gap, aber dann sehr deutlich steht, dass nur die NDCs berücksichtigt werden konnten, die vor Glasgow eingereicht wurden, weil es in den Arbeitsgruppenberichten immer sogenannte Cut-off-Dates gibt, bis zu denen Literatur und auch neue Informationen sozusagen verarbeitet werden dürfen. Und diese Cut-off-Dates wurden nicht verändert. Das ist bei dieser NDC-Analyse sozusagen schade, weil das hätte man natürlich machen können, weil die Informationen auch vorliegen. Aber das sehen die Prozedere, sehen das nicht anders vor. Bei den Emissionsminderungszahlen, das sind die gleichen, die es bislang auch gab im WG3-Bericht. Aber ich glaube, Herr Eckert hat auch schon noch gefragt, was sind die neuen Werte für 2035? Man findet die in dieser Tabelle auf Seite 22. Und was man sieht, dass diese 2035er Werte nicht einfach den Mittelpunkt zwischen oder den Durchschnitt zwischen 2030 und 2040 sozusagen abbilden, sondern sozusagen ambitionierter sind, als man es zunächst vermuten würde. Ambitionierter auch, oder die Steigerung ist ambitionierter bei Treibhausgasen, bei allen Treibhausgasen zusammen als bei CO2. Sie sehen, dass die Werte für CO2 zunächst immer die höheren sind, weil es leichter ist, nur CO2 zu reduzieren, als alle Treibhausgase inklusive Methan. Also es sind keine neuen Zahlen, aber diese 2035-Zahlen stehen dort erstmal so explizit, um dann auch den Prozess zu unterstützen, wo müssen wir eigentlich in der nächsten Runde bei den NDCs hin. Herr Kröner, Sie wollten ergänzen? Ganz kurz zu Daten-Updates. Wie Oliver gesagt hat, es gibt eben diesen Cut-off-Date 2020, abhängig vom jeweiligen Bericht. Wir haben im Longer Report Updates zu zwei wichtigen Daten, die globale Mitteltemperatur und der Anstieg der globalen Mitteltemperatur. Im Arbeitsbericht 1 hatten wir das für das Jahrzehnt 2011 bis 2020 mit 1,09 Grad angegeben, relativ zu der Referenzperiode, die 1850 bis 1900 ist. Wir haben das abgedatet hier und haben für 2013 bis 2022 1,15 Grad. Also die Erderwärmung geht weiter und das ist eine Zahl, die eben abgedatet worden ist. Da schließt die Frage an der Auch die CO2-Konzentration wurde nochmal auf den letzten Stand gebracht. Das sind die einzigen Daten, die danach aufgebracht wurden. Entschuldigen Sie bitte, ich dachte, der Gedanke war zu Ende. Da schließt die Frage einer Kollegin gut an. Sie fragt, der Bericht zeigt klar, dass es auch einen großen Unterschied macht, ob die mittlere Temperaturerhöhung bei 1,5 oder 2 Grad liegt. Gleichzeitig liegen wir schon bei, Sie haben gerade die Zahlen genannt, Herr Krinner, Sie schreibt 1,1 Grad Erhöhung oder sogar schon darüber. Ihre Frage, muss das 1,5 Grad Ziel aufgegeben werden? Ich steige da mal als Erster ein. Wir haben da sicherlich alle was zu sagen. Ich glaube, zunächst mal müssen wir ein Missverständnis aufklären und verstehen Sie das nicht als Kritik. In der Politik, selbst in der Fachpolitik und auch in der Öffentlichkeit wird das 1,5-Grad-Ziel so definiert, dass die 1,5 nie überschritten werden dürfen. Und ich meine jetzt nicht einzelne Jahre, sondern auch der 20-Jahres-Durchschnitt der globalen Mitteltemperatur. Im Paris Agreement steht das so nicht. Und das, was der IPCC in den letzten Jahren sozusagen an Pfaden modelliert hat, womit das 1,5-Grad-Ziel eingehalten werden kann, hat immer schon in gewissen Teilen, aber diese Anteile werden jetzt größer, damit kalkuliert, dass wir es zwischenzeitlich überschreiten und dann im Laufe des Jahrhunderts die Temperatur wieder unter 1,5 Grad drücken können. Das bedeutet nicht, dass wir sagen, ja, kann man machen, ist doch ganz easy. Da liegt auch politisch eine gewisse Problematik drin und das wird auch deutlicher, ist eines der Ergebnisse, glaube ich, das deutlicher herausgearbeitet wird. Das bedeuten diese sogenannten Overshoot-Pfade. Aber das wurde in den vergangenen IPCC-Berichten auch schon gemacht. Diese Emissionsminderungsszenarien hatten immer schon das Wort für 1,5 Grad jedenfalls
mit No or Limited Overshoot oder mit High Overshoot drin. Also das bedeutet, ist nicht gleichbedeutend mit, wir müssen das Ziel aufgeben, aber es ist eben auch nicht dasselbe, immer unter 1,5 Grad zu bleiben oder irgendwann im Laufe des Jahrhunderts wieder auf 1,5 zu kommen, weil manche der Veränderungen, das kann der Kollege Garschagen besser beschreiben, möglicherweise auch irreversibel sind. Und die Risiken werden auf jeden Fall größer in diesen Zeiträumen. Das ist auch nicht garantiert, nur weil wir uns das vornehmen oder sich Pfade rechnen, dass man es auch schafft, die Temperatur zu drücken. Denn das gelingt nur, wenn die Netto-CO2-Emissionen unter Null sind. Also das Signal hier, und das wird politisch wichtiger werden in den kommenden Jahren, Net Zero, Netto Null reicht nicht, sondern ist quasi nur der Übergangspunkt zu Net Negative. Aber wenn Sie ins deutsche Klimaschutzgesetz gucken oder ins europäische Klimaschutzgesetz, das steht da sogar schon drin. Also unsere Klimapolitik national, europäisch, wird nicht bei Netto Null aufhören, sondern netto negativ werden müssen. Auf der Ebene von Ländern gibt es bislang meines Wissens nur eins, nämlich Dänemark, das so ein Ziel auch schon quantifiziert hat, nämlich -110% bis 2050. Das heißt, auch da wird es weitere Verschiebungen geben und das hat mit IPCC-Berichten zu tun, weil es erstmal sehr ungewöhnlich erscheint, solche Ziele zu setzen und auch viele Fragezeichen hervorruft. Aber da wird sozusagen die Logik, wir müssen irgendwann netto negativ global werden, auch schon von den ersten Ländern sozusagen in die Planung mit umgesetzt. Wie wir das genau machen werden, sozusagen wissen wir noch nicht. Aber das ist dann eben eine Aufgabe, die sich der Politik auch stellt, genau darüber nachzudenken. Ja, gerne, Herr Garschagen. Ja, genau, da möchte ich gerne anknüpfen und ergänzen. Das ist ein ganz zentraler Punkt, denke ich, oder auch ein ganz neuer Punkt, der sehr zeitgemäß auch in die Politik gebracht werden muss und wo wir viel neues Wissen haben. Man könnte jetzt dann aus dem Gesagten dann eben annehmen, und das ist leider so, dass es teilweise diesen Trugschluss gibt, wenn das ja so ist, wenn wir sowieso in der Zukunft drücken müssen und wenn wir auch dann bessere Technologien zur Verfügung haben, um zum Beispiel Kohlendioxidentnahme landbasiert und durch Ökosystemleistungen und so weiter zu leisten, und wenn wir dann die rechtlichen Rahmen irgendwann mal auch mal aufgestellt haben, wenn die Finanzströme sich verändert haben und so weiter, dann wird uns das alles viel leichter fallen. Deshalb können wir jetzt ja ein Stück weit dieses Überschreiten dieser Grenzen auch in Kauf nehmen. Der Bericht zeigt sehr deutlich auf neuerer Studienlage, mit welchen brachialen Risiken das verbunden wäre. Es geht um den Verlust, den unumkehrbaren Verlust einiger Ökosysteme, auch anderer Dinge. Denken Sie an den Gletscherschwund zum Beispiel, denken Sie an das Absterben von Korallenriffen. Da ist es relativ egal, ob wir nach 3 Dekaden wieder zurückkommen würden. Wenn diese Systeme einmal verloren sind, sind sie unwiderruflich verloren. Und das ist sehr, sehr deutlich auch der Politik zu machen. Es geht auch darum, dass wir in der Zwischenzeit mit massiv Extremereignissen zum Beispiel zu kämpfen hätten, die es gerade den verwundbarsten Ländern sehr, sehr schwer machen, ihre Entwicklung, die sie ohne Klimawandel ansonsten, den Entwicklungspfad, den sie nehmen könnten, auch sozusagen auch zu nehmen. Also es gibt massive Risiken, die damit verbunden sind. Und es gibt noch ein zweites großes Risiko. Es wird natürlich auch, das kann dann Herr Grinner noch genauer ausführen, es wird natürlich auch vom Klimasystem her immer schwieriger, die Kehrtwende wieder zu schaffen, weil wir Prozesse anstoßen. Denken Sie jetzt meinetwegen auf das Auftauen von Permafrost und das Ausgasen von weiteren Treibhausgasen, die es natürlich auch vom Klimasystem her immer schwieriger machen, die Kehrtwende später wieder zu schaffen. Also unterm Strich ist es ein Trugschluss zu sagen, wir können jetzt lax im Klimaschutz sein, weil wir später sowieso mit negativen Emissionen und so weiter Temperaturen wieder drücken müssen und es wird uns später leichter fallen. Es ist mit massiven Risiken verbunden, das praktisch überhaupt hinzubekommen und mit massiven Verlusten verbunden. Und darauf weist dieser Bericht auf neuere Studienlage sehr, sehr genau hin. Ne? Gerne. Grinner, ja, Sie sind auch schon... Ja, ich kann nur bestätigen, was meine beiden Kollegen hier gesagt haben. Die Geschichte, auf die Matthias hingewiesen hat, mit den höheren Emissionen, die zu höheren Feedbacks im Klimasystem führen, das ist wirklich ganz klar. In Treibhausgas, in Pathways oder in Emissionspfaden, die zu höheren Emissionen führen, werden die natürlichen Sinkprozesse, die natürlichen Prozesse, die CO2 aus der Atmosphäre wieder zurückholen in den Ozean, in die Vegetation, nicht mehr so effizient. Das heißt, die Natur hilft uns, wenn wir selbst weniger emittieren, weil dadurch ein größerer Anteil unserer Emissionen in der Vegetation und im Ozean aufgespeichert wird.
Und es ist von der physikalischen Seite her wirklich ganz klar, dass 1,5 Grad nicht ein Cliff ist, über das wir dann fallen, oder wie sagt man auf Deutsch? Ich habe es alles vergessen. Ein Abgrund ist, in dem wir da fallen. Es sind viele kleine Abgründe. Es ist eher wie eine Wand oder wie eine Gletscher, wie auf einem Berg, wenn man dann auf einer, wie sagt man dann auf Deutsch? Es tut mir leid, ich vergesse die deutschen Wörter mittlerweile. Ich bin schon so lange in Frankreich. Auf einer Slope ist, auf der man dann runterrutscht. Das ist nicht ein Abgrund, in dem man fällt. Man ist einfach auf einem Slippery Slope. Es tut mir leid, dass mir ab und zu deutsche Wörter nicht mehr einfallen. Ein rutschiger Abhang, aber mein Englisch ist auch begrenzt. Ich setze fort mit der Frage eines Kollegen. Gegenüber den vorhergehenden Teilberichten betont der Synthesebericht die Notwendigkeit eines konsequenten Handels bis zum Jahr 2030. Wenn es hier keine Trendwende gibt, sieht es sogar langfristig deutlich schlechter aus. Ist dieser Eindruck richtig? Ja, der Eindruck ist richtig und das beschreibt vielleicht nochmal eine andere Funktion des Syntheseberichts. Wir sind auf dieselbe Literatur angewiesen, wir haben die gleichen Cut-off-Dates. Wir müssen uns auch dann schon Regierungen fragen lassen, ist diese Aussage oder jene Aussage durch die Teilberichte gedeckt? Was immer leicht zu belegen ist, wenn man Copy and Paste macht, aber genau das versucht man zu vermeiden. Und wenn man Wissensbestände zusammenführt, muss man auch immer zeigen können, wie liegt das in den Berichten zugrunde. Aber wir haben natürlich drei Berichte, davor drei Sonderberichte und wir haben gesehen, welche Themen in der Öffentlichkeit wie aufgenommen wird und welche man möglicherweise anders darstellen muss, wo man auf die Urgency stärker verweisen muss oder wo man Dinge anders erklären muss. Ich glaube, dass der IPCC-Bericht das stärker tut, in dem vielleicht die Struktur nicht ganz sozusagen selbsterklärend erschienen, wie diese Abschnitte A, B und C sind, die folgen einer zeitlichen Logik. Damit vermeidet man auch, dass man sozusagen diese Silos der Arbeitsgruppen reproduziert. Und dieser sozusagen letzte Teil in der SPM Teil C im Longer Report wird das Section 4 sein, ist sehr handlungsorientiert und reflektiert auch, dass es um sozusagen global um Entwicklungspfade geht und dass der Zusammenhang mit oder die Einbettung in Sustainable Development Goals eine sehr starke ist. Dadurch wird das auch sehr breit, was mögliche Maßnahmen angeht, also wo es nicht nur um, okay, wir kombinieren jetzt Mitigation und Adaptation geht, sondern auch grundlegende Fragen gesellschaftlicher Entwicklung. Ja, und die Dringlichkeit wird stärker hervorgehoben und weil seit dem 1,5-Grad-Bericht das Jahr 2030 sich so als Benchmark etabliert hatte, was muss bis zum Jahr 2030 passieren, hatte man zum Beispiel im Arbeitsgruppenbericht 3 diese Grafik, die auch sehr bekannt oder einen hohen Bekanntheitsgrad hatte. Was kann man bis 2030 nach heutigem Wissen und technologischem Stand zu Kosten von unter $100 vermeiden? Die Figur finden Sie jetzt sozusagen kombiniert als SPM7 zusammen mit Anpassungsmaßnahmen. Klar, das ist das, was Politik, was Öffentlichkeit interessiert. Es gibt auch mehr und mehr Analysen darüber. Ich habe das im Chat die Frage gesehen, warum gibt es welche Hindernisse in welchen Ländern, welche Enabling Conditions braucht es. Aber am Ende ist der IPCC da, um wissenschaftlich zusammenzufassen, also die Wissenschaft im IPCC, um zusammenzufassen, was ist der Wissensstand. Und das hat immer eine Handlungsdimension und ruft auch zum Handeln auf, gemessen an den Zielen, die wir uns vernünftigerweise gesetzt haben. Aber der Ball liegt natürlich dann im Feld der Politik. Und um nochmal zu der Eingangsfrage zurückzukommen, ja, man hätte viele der Hauptmessages aus dem A5-Bericht, könnte man heute so auch noch sagen, aber das ist ja kein Grund dafür, nicht wissenschaftlich zu untersuchen, was passiert. Das mag bei dem Arbeitsgruppen 3-Bericht dann manchmal so erscheinen, naja, es ist ja wenig passiert. Aber auf der Ebene von Politik, von der Ebene von technologischem Fortschritt ist schon einiges passiert. Es ist eben aufgefressen worden durch einen größeren Energieverbrauch. Aber wenn die Temperatur steigt, steigen die Risiken, da gibt es einen riesigen Forschungsbedarf. Und das Klimasystem reagiert anders und da ergeben sich neue Fragen. Also insofern macht das Sinn, ganz egal, wie Politik darauf reagiert. Ja, Herr Garschagen. Ich möchte nur an einer Stelle noch kurz nachlegen oder nachschärfen. Es ist ja
es ist ja nicht so, dass wir die Dringlichkeit bis 2030 jetzt stärker betonen und wir sie nur betonen, sondern die Dringlichkeit ist angestiegen. Es ist also keine Frage, wir betonen es deutlicher, weil die Dringlichkeit angestiegen ist. Und das hat damit zu tun, dass die letzten Jahre einfach wir nicht so vorangekommen sind, wie wir es gerne wollten. Wenn Sie einen Marathon in einer gewissen Zeit laufen möchten und Sie laufen die ersten 30 Kilometer langsamer, als Sie es für den Schnitt bräuchten, müssen Sie die letzten Kilometer schneller laufen. Da ist eine andere Dringlichkeit drin, als wenn Sie die ersten 30 Kilometer schneller laufen. Das ist die Situation, in der wir sind. Das heißt, wir sollten weniger darüber sprechen, hat der IPCC das jetzt anders betont als vormals. Die Dringlichkeit hat sich geändert und deshalb betonen wir es anders. Ja? Nicht, wir betonen es nicht anders, weil wir uns wünschen, es anders zu betonen, sozusagen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Unterschied, wenn man es vergleicht zu den vorherigen Berichten. Herr Dock, vielleicht die Frage einer Kollegin ganz gut, Anisa. Sie schreibt, dass die Summary for Policymakers auch sehr klar vorbringen oder betonen, dass noch immer mehr Geld in fossile Energien fließt, als zum Beispiel in Anpassung oder also in Anpassung und auch in Emissionsminderungsmaßnahmen. Und Ihre Frage: Traut sich der IPCC inzwischen stärker, politische Maßnahmen zu bewerten? Herr Garschagen nickt. Also ich sage das mal für den Klimawandel-Anpassungsbereich. Ich glaube, Herr Geben kann das dann für den Klimaschutzbereich sagen. Im Klimaanpassungsbereich ist es auch wiederum so, es ist ja nicht so, dass der IPCC jetzt anders formuliert, als es vorher oder anders arbeitet, als es vorher getan werde. Aber es hat sich etwas Entscheidendes getan, in der Klimawandelanpassung zumindest, und das wird in diesem Teil C ja sehr schön zusammengebracht, Anpassung und Mitigation, hat sich unheimlich viel getan in der Welt in den letzten Jahren, seit dem letzten Synthesebericht, wie wir Anpassungen, also es findet Anpassung statt, und zwar viel, viel mehr als zum Ende des letzten Berichtszyklus. Und das wird wissenschaftlich ausgewertet. Es findet also auch mehr wissenschaftliche Literatur dazu statt, wie Anpassung vonstatten geht. So, und diese Literatur, die steigt exponentiell an oder ist jetzt im Laufe dieses Assessment-Cycles exponentiell angestiegen. Und aus dieser Literatur lernen wir sehr deutlich, was funktioniert gut, aber auch, was funktioniert nicht gut. Wo sind sozioökonomische Veränderungen nicht auf den Weg gebracht worden, die es uns erlauben, Risiken und Verwundbarkeiten vor allem zu minimieren. Wo läuft Anpassung schlecht? Wir sprechen über dieses Maladaptation. Wo werden also momentan Anpassungen geplant und umgesetzt, die eigentlich langfristig das Risiko eher noch erhöhen? Denken Sie an einen kurzfristig gedachten Küstenschutz in Küstenstädten zum Beispiel, die es uns vielleicht erlauben, weil es jetzt opportun scheint, für die nächsten 2-4 Dekaden Küstenstädte hochwasserfest zu machen, wir dann aber hinter einer vermeintlich sicheren Schutzmauer weitere Werte anbauen, weiter sozusagen Städte anwachsen lassen und in 80 Jahren wir ein riesiges Problem haben. Solche Dinge sind sehr, sehr stark in der Literatur aufbereitet worden in den letzten Jahren, beobachtet worden, erforscht worden, und die erlauben es uns, sehr klar und deutlich das auch aufzubereiten und darauf hinzuweisen mit einer sehr klaren und deutlichen Sprache. Also da würde ich sagen, da hat sich einfach auch in der Wissenschaft vieles getan, wie wir aus sozioökonomischer Sicht, aus politikwissenschaftlicher Sicht, aus soziologischer Sicht Anpassungsprozesse auch beforschen und sehr deutlich auch auf momentan schwierige Entwicklungen hinweisen können, sagen wir es mal so. Das für den Bereich der Klimawandelanpassung. Ergehen, weil Herr Garschagen gesagt hat, vielleicht können Sie zum WG3, aus Perspektive des WG3 noch was sagen? Ja, ich glaube, das ist fast ähnlich wie im Anpassungsbereich. Es gibt einfach auch mehr zu untersuchen, weil mehr passiert und dann schreibt man auch mehr drüber. Es gibt auch mehr Literatur, die man auswerten kann. Und dann ist man natürlich bei der Zusammenfassung, guckt man schon, wo steht jetzt die Debatte und wie kann man jetzt in möglichst kurzen Worten auch den entscheidenden Punkt machen. Wir schauen im Klimaschutz immer sehr stark darauf, wie entwickeln sich die Erneuerbaren, wie entwickeln sich sagen Electric Vehicles, wie sehen die Kosten aus, wie sehen die sozusagen Raten aus, mit der neu gebaut wird, und vergessen dann manchmal, dass das fossile Energiesystem ja immer noch da ist und im Grunde genommen auch nicht kleiner wird. Und dann gucken wir, das ist vielleicht eine Entwicklung der letzten Jahre seit Paris, sehr stark auf Financial Flows und auch wie man sozusagen Anleihemärkte sozusagen grüner machen kann. Und bei diesem Satz, den die Kollegin zitiert hat, geht es eben darum zu zeigen, im Verhältnis zu dem, was wir nach wie vor in fossile Infrastruktur stecken, ist es immer noch sehr wenig. Und sogar Mitigation und Adaptation zusammengenommen. Später im Teil C geht es auch nochmal darum, wohin gehen denn diese Flows, die eigentlich in die richtige Richtung gehen sie dann auch in die richtigen Projekte?
Wie verhalten sich eigentlich die Investitionen in Klimaschutz versus Adaptation und in welche Länder passiert das eigentlich? Also ich glaube nicht, dass der IPCC mutiger wird, aber er hat schlichtweg mehr zu erzählen in diesem Bereich, weil auch on the ground mehr passiert. Herr Grinner, Sie haben angedeutet, etwas zur Long-Term-Perspektive sagen zu wollen. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel für Synthese. Dieses Beispiel, das Matthias vorher gegeben hat für den Küstenschutz. Working Group 1 sagt ganz klar, Meeresspiegelanstieg ist unvermeidbar, wird weitergehen über Jahrhunderte, Jahrtausende. Aber was wir wissen, ist, dass durch die Reduktion von Treibhausgasemissionen die Schnelle des Anstiegs des Meeresspiegels begrenzt werden kann. Und das erlaubt uns, wenn wir es stark begrenzen, wenn wir diese Schnelle des Anstiegs stark begrenzen, sich effektiver anzupassen. Anpassung, und die muss eben auf den langfristig geplant werden, ist einfach nicht mehr möglich, wenn es zu schnell geht. Jetzt haben wir über diese Finanzierungsfragen gesprochen. Es kamen auch ein paar Fragen zum Thema Gerechtigkeit aus verschiedensten Perspektiven. Also einmal die Frage, welche Rolle spielt die Generationengerechtigkeit bei der politischen Bearbeitung der Klimakrise? Oder auch, wie intensiv waren die Diskussionen zur Notwendigkeit einer sozial gerechten Klimapolitik? Und eine Kollegin illustriert ihre Wahrnehmung, dass der Wille gewachsen sei, den Blick auf die Ungleichheiten und politische Widersprüche zu lenken. Stimmt diese Wahrnehmung? Herr Garschagen? Ja, auch da. Also ich glaube, der Wille, das zu tun, ist ja nicht so, dass IPCC in den vorherigen Assessment Cycles das wissentlich ausgeblendet hätte oder wie auch immer. Ich glaube einfach, die Ungerechtigkeiten springen uns inzwischen dermaßen ins Gesicht und die Literatur dazu ist dermaßen präsent, die das belegt, die das aufzeigt, dass es einfach einen anderen Stellenwert natürlich hat. Und natürlich ist es so, wenn wir das nochmal einbetten in die große Verschiebung, wenn wir uns anschauen, was ist über die letzten 3, 4 Assessment Cycles eigentlich passiert und was ist in der Wissenschaft passiert. Wir haben schon eine sehr deutliche Akzentverschiebung gehabt, dahingehend, dass wir anfangs in der Klimawissenschaft eigentlich uns fast ausschließlich mit der Charakterisierung des Problems beschäftigt haben. Was kommt da auf uns zu, welche Risiken und so weiter. Das ist auch nach wie vor ein wichtiges Feld. Und wir haben auch eben gesprochen, da gibt es auch nach wie vor weiter ansteigende Literatur zu. Das ist auch gut und wichtig so. Wir verstehen das immer genauer. Nur es ist natürlich dann zusätzlich auch, sind Lösungen mit in den Blick gerückt und auch die wissenschaftliche Bearbeitung von Lösungen. So, und jetzt ist Ungleichheiten sind sozusagen ein ganz interessantes Feld, was über beide Bereiche hinweg geht eigentlich. Ungleichheiten sind ein riesiger Treiber für die Probleme, die wir haben. Wenn wir über die Verwundbarkeiten gegenüber Klimawandel sprechen, dann haben wir eine unheimlich große Ungleichheit, die wir dieses Mal sehr genau auch aufbereitet haben. Dass wir sagen, die verwundbarsten Länder der Welt haben eigentlich historisch am wenigsten dazu beigetragen. Natürlich, das ist schon bekannt, wir haben es nochmal sehr genau auch auf Basis von Daten aufbereitet. Gleichzeitig sind es aber diejenigen, die vielleicht die wenigsten Ressourcen haben, jetzt mit diesem Problem umzugehen. Und gleichzeitig sehen wir, dass wir zwar viele Bekenntnisse auf dem Papier haben, mit dieser Ungleichheit weltweit umzugehen und das anzugehen, dass wir aber auch da wiederum von dem Papier zum tatsächlichen Handeln deutliche Lücken haben. Die Ziele, die sich die Weltgemeinschaft gesetzt hat, gerechter mit dieser Frage umzugehen, Austausch und Finanzströme und so weiter aufzugleisen, um gerade den verwundbarsten, den ärmsten Ländern da unter die Arme zu greifen. Die Ziele sind auf dem Papier da, sind aber noch nicht mit Maßnahmen hinterlegt ausreichend. Ja? Und die Notwendigkeit, je mehr wir jetzt schludern, wird natürlich größer. Das heißt, diese Anpassungslücken, nennen wir das dann, für arme und verwundbare Länder, die wachsen rapide an, weil wir im Klimaschutz und auch in der Klimawandelanpassung nicht so vorankommen, wie wir es gerne müssten. Risiken steigen an. Gleichzeitig steigt sozusagen die Unterstützungsleistung nicht im gleichen Maße an. Das heißt, auch hier wiederum, wir betonen das deshalb so stark, weil das Problem so stark ist und weil das Problem wissenschaftlich eigentlich recht gut verstanden ist. Das ist sozusagen der Punkt daran. Ja, Herr Geden? Man kann das ähnlich beschreiben für Klimaschutz. Vor 10 Jahren hat man sozusagen Gerechtigkeitsthemen eher noch sozusagen behandelt und Thema, welche Länder haben aus historischer Verantwortung jetzt sozusagen die größte Verantwortung für Minderung, auch die größten Kapazitäten. Das ist auch was in der UN-Klimarahmenkonvention eine große Rolle spielt in der Differenzierung in der alten Entwicklungsländer versus entwickelte Länder. Und je stärker das Thema Klimaschutz gemainstreamt wird, desto stärker wird es mit anderen gesellschaftlichen Fragen verbunden. Das ist eigentlich ein positives Zeichen. Und diese Fairness-Fragen werden dann auch differenzierter. Der Arbeitsgruppenbericht 3, und das haben Sie jetzt hier im
zum Beispiel bei A1.5 reflektiert, hat dann begonnen zu sagen, naja, diese Kategorisierung ist ja ein bisschen einfach zu sagen, Land A hat diesen Pro-Kopf-Verbrauch, Land B hat einen anderen, sondern auch innerhalb von Gesellschaften zu gucken, wo entstehen eigentlich sozusagen die Emissionen und mit dieser Aussage, für wie viel Prozent der Emissionen eines Landes sind die 10% der reichen Haushalte sozusagen verantwortlich und wie verhält sich das zu den niedrigsten 50% und zwar auch in vielen Entwicklungsländern. Also, und das geht nur, wenn es die entsprechende Literatur gibt und die sozialwissenschaftliche Literatur ist immer auch von politischen Debatten mitgeprägt. Das findet ja nicht im Elfenbeinturm statt. Das heißt, da haben sie immer neue Entwicklungen und neue Perspektiven. Und eine andere, die auch genannt wurde in Deutschland, wenn es dann darum geht, sozusagen Maßnahmen umzusetzen, also zum Beispiel Kohleausstieg oder Gebäudedämmung, dann kommen natürlich sozialpolitische Fragen und arbeitsmarktpolitische Fragen und industriepolitische Fragen sofort mit rein, sobald man es versucht, ernsthaft umzusetzen und sobald mögliche gesellschaftliche Prioritäten kollidieren. Das findet sich dann in der Literatur wieder, das findet sich dann in den Berichten wieder und damit auch in der Summary for Policymakers. Und gleichzeitig haben dann Delegationen auch unterschiedliche Sichtweisen darauf, die von ihren Ländern geprägt sind. Und insofern ringt man dann eben manchmal länger über solche Sätze, gerade wenn es nicht nur um das Klimasystem geht, um das Physikalische, sondern diese Schnittstelle zu Politik und Gesellschaft dann auch deutlicher wird, weil dann ja heute in der Zeitung stehen wird, der IPCC hat gesagt A, B, C. Das antizipieren Regierungen, die über solche Zusammenfassungen mitverhandeln, ja auch. Wie wird es dann in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden? Und das bringt mich nochmal zu dem Plädoyer von meinem Kollegen Gerhard Grinner. Bitte dann auch in den kommenden Tagen mal in den Longer Report gucken, wo manches differenzierter steht oder ausführlicher und wo sich vielleicht auch Dinge verbergen, von denen wir drei jetzt noch gar nicht wissen, welche Bedeutung die in der Zukunft haben könnten. Weil, um mal ein Beispiel zu nehmen, was macht der Synthesebericht Neues? In AR5 ist das Konzept der Remaining Carbon Budgets eigentlich erst entstanden. Das spielte in WG1 eine Rolle, aber keine so große Rolle. In WG3 eigentlich gar keine. Und erst nach dem Synthesebericht AR5 kamen die damals berühmten uns bleiben noch 1000 Gigatonnen für 2 Grad und überhaupt darüber konzeptionell so nachzudenken. Es gibt ein Remaining Carbon Budget, hat sich durch diesen Synthesebericht durchgesetzt. Und ich bezweifle mal, dass man das an dem Tag schon wusste, dass das so sein würde, weil ich glaube, das sah eigentlich nur wie eine unschuldige Rechnung aus. Und es könnte sein, dass auch aus diesem Synthesebericht, ohne dass wir das jetzt schon wissen, sich sozusagen Handlungsperspektiven oder kognitive Perspektiven zumindest ergeben, die wir jetzt noch gar nicht antizipieren können. Ich hoffe, das ist kein leeres Versprechen. Aber bei A5 war das ähnlich. Es gab Dinge, die in der Zusammenführung neu entstanden sind und sich dann auch durchgesetzt haben. Herr Garschagen, mit der Bitte um eine kurze Ja, Ergänzung. möchte ich absolut unterstreichen. Und ich glaube, was sind so Kandidaten für solche Themen, die, glaube ich, eine unheimliche Relevanz entwickeln werden? Attributionsforschung zum Beispiel ist ein so ein Feld, da sind wir wesentlich weiter als im AR5. Spielt eine große Rolle, wenn Sie das lesen, auch dann sehr stark in dem zugrunde liegenden Bericht. Wir können inzwischen sehr genau oder wesentlich genauer, sagen wir mal, als noch vor 8,5 Jahren, Einzelereignisse und Schäden zuordnen im Klimawandel. Das entfaltet schon eine politische Relevanz, wird eine viel, viel stärkere politische Relevanz entwickeln. Das ist gekoppelt an diese Frage von Loss und Damage. Auch da ist die Wissenschaft unheimlich stark vorangegangen. Und genau, das ist angelegt jetzt sozusagen im Synthesebericht, welche politische Relevanz, das erst noch entfalten wird in den nächsten 2, 3 Jahren, werden wir sehen. Aber ich würde das absolut unterstreichen, was Herr Gehn da sagt. Und das lässt sich für viele, viele Themen, die hier angelegt sind, mit beobachten, denke ich. Und das wird spannend sein, da die nächsten Jahre drauf zu schauen. Eine Kollegin hat vor einer Weile schon eine Frage ja eingestellt, die aber auch gut jetzt hätte bei Ihren beiden Ausführungen erst formuliert werden können. Denn sie fragt, inwiefern kann der IPCC dafür sorgen, dass Best-Practice-Beispiele in der Anpassung an zukünftige Klimabedingungen oder auch Maßnahmen, die wenig Wirkung zeigen, an Regierungen weitergeleitet werden, ohne dass es Einspruch gibt, weil sich bestimmte Stakeholder bloßgestellt fühlen könnten.
Schade, ich habe Sie Luft holen sehen. Ja, genau. Also ich glaube, das geht so ein Stück weit zurück auf diese Frage, wie kommen wir ins Handeln und was wissen wir auch über das Handeln? Und ich würde schon sagen, dass natürlich Entscheidungsträger jetzt vor allem drauf schauen. Deshalb ist auch dieser Bereich C und das sozusagen die Maßnahmen und die Synthese dessen so wichtig, schon natürlich darauf schauen, wo haben wir eigentlich die meisten Synergien in dem, was wir so tun. Also um mal ein Beispiel zu nennen, wenn wir über Aufforstung nachdenken, über gut gemachte Aufforstung, Wiedervernässung von Mooren und so weiter, dann sind das Dinge, die idealerweise zu Hochwasserretentionsflächen führen und zu Carbonsenken und zu Gebieten, wo wir Biodiversität schonen, wo wir vielleicht noch sowas wie Naherholung hinbekommen. Also das sind so die Maßnahmen, deshalb gehen wir auch relativ genau jetzt auf einzelne Maßnahmen, wenn Sie diese Abbildung Nummer 7 anschauen, zum Beispiel auch ein. Und das ist, glaube ich, ganz relevant. Da schauen schon Entscheidungsträger natürlich sehr stark drauf. Das wird uns nicht überall gelingen. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Deshalb weisen wir auch im Bericht, dann vor allem auch im langen Bericht, auch auf mögliche Konflikte hin. Aber das eben herauszustellen, was kann eigentlich getan werden? Wir müssen verschiedene Krisen, die wir so sehen, und verschiedene Probleme, die wir so sehen, Biodiversitätskrise, Armutskrise, Energiekrise, Klimaschutz, das muss zunehmend zusammengedacht werden. Und da hat sich einfach auch die Welt, glaube ich, deutlich weiterentwickelt, auch im Vergleich zum letzten Synthesebericht. Wir haben das letzte Jahr auch im Übrigen im Vergleich zur Verabschiedung der einzelnen Sachstandsberichte, hat sich im letzten Jahr einiges getan. Und ich denke schon, dass in der Politik auch das Verständnis gewachsen ist in der Zeit, dass wir Krisen idealerweise nicht gegeneinander ausspielen, sondern gemeinsam angehen. Und dafür sind eben synergetische Maßnahmen so wichtig. Also das würde ich schon sagen, da wird, denke ich, schon viel Relevanz drin liegen für Entscheidungsträger. Natürlich ist das jetzt nichts, was man nehmen kann als so eine Art Cookbook, wo man jetzt, wenn sie Landrat sind, irgendwo in Niederbayern, wo sie dann sagen können, jetzt habe ich hier gesehen, ich muss so und so machen, und das muss natürlich kontextualisiert werden. Ja? Aber auf der globalen Ebene sich das anzuschauen, ist unheimlich relevant, natürlich auch für die globalen Klimaverhandlungen, für die NDCs, alles das, was Oliver Geden auch angesprochen hat. Ja. Herr Krinner, an Sie noch vielleicht, bevor wir dann in die Schlussrunde kommen, die Frage eines Kollegen, der sagt, wenn es immer wieder durchklingt, dass die IPCC-Berichte vor allem genaueres Wissen durch die Wissenschaft präsentieren und es immer vor allem auch darum geht, diese immer wieder und immer wieder zu wiederholen, damit die Gesellschaft sich bewegt, müssten dann, und das ist die Frage, IPCC-Berichte nicht sehr viel öfter veröffentlicht werden, oder reicht der Aufmerksamkeitshebel der alljährlichen Klimagipfel? Also sehr viel öfter dieselben Arten von Berichten, die wir heute machen, ist absolut unmöglich. Und ich glaube nicht, dass es einen Sinn hätte. Natürlich wäre es möglich, regelmäßige Updates zu geben über neue Entwicklungen im Klimabereich oder neue Daten. Die werden auch von anderen Organismen gegeben. Was beim IPCC wirklich wichtig ist, ist eben, dass wir über den Zustand, was die Wissenschaft genau weiß, berichten. Und da ist eine Frequenz von 5, 6, 7 Jahren eigentlich genug. Ich glaube nicht, dass wir das erhöhen müssten. Es gibt eben diese Updates, beispielsweise für Klimadaten von der Weltmeteorologieorganisation, die sind ab jedes Jahr. Herr Geden? Nur kurz, es gibt ja auch noch Sonderberichte. Also jetzt im Laufe des Jahres wird entschieden werden, wie lange dauert der nächste Zyklus. Das ist politisch durchaus auch umstritten. Wird er vor dem nächsten oder übernächsten Global Stocktake enden oder wird es dahinter gehen? Und welche Sonderberichte wird es geben? Einer ist schon festgelegt, Climate Change and Cities, die anderen noch nicht, auch nicht, wie viel es geben wird. Aber man löst dieses Problem sozusagen dann über Spezialberichte. Es würde nicht Sinn machen, diese vollen Berichte, wie wir sie jetzt haben, vielleicht macht man irgendwann nicht mehr diese vollen Berichte, in kürzeren Abständen zu veröffentlichen. Da stimme ich Herrn Krinner zu. Aber es gibt die Sonderberichte, die ja, wenn man den 1,5-Grad-Bericht sich anschaut, aber auch den Landbericht und auch den zur Kryosphäre, durchaus viel Aufmerksamkeit hat. Ja, Herr Garschak. Wobei es schon, glaube ich, also zwischen dem, das kürzer zu machen und den jetzigen 8,5 Jahren, liegt ja eine ganze Menge an Zeitspanne. Es wird natürlich schon eine spannende Diskussion werden. Das müssen wir jetzt mal sehen im nächsten halben Jahr, wie wir noch genauer abstimmen können, die Veröffentlichung der IPCC-Berichte, dann auch sozusagen den Abschluss eines Synthesezyklus oder eines Berichtszyklus mit diesen Global Stocktakes. Nochmal kurz zur Erklärung. Die meisten von Ihnen werden das wissen, aber diese Global Stocktakes, wirklich im Pariser Abkommen sozusagen, der vorgesehene Mechanismus, in regelmäßigen Abständen alle 5 Jahre als Weltgemeinschaft zu schauen, wie sind wir unterwegs in der Zielerreichung des Pariser Abkommens in beiden Feldern, Klimaschutz und Klimawandelanpassung. Und das genauer aufeinander, noch genauer auch zeitlich aufeinander abzustimmen. Das ist natürlich, Weltklimaratsberichte sind natürlich da ein ganz, ganz zentrales Element, diese Informationen auch für den Global Stocktake auch
zur Verfügung zu stellen oder zumindest eine wichtige Quelle an Informationen zu sein. Also das wird spannend zu sein, ob wir da nicht doch ein Stück weiter zusammenkommen. Dann lägen wir so irgendwann zwischen dem jährlichen und dem jetzt achtjährigen. Aber das muss man mal schauen. Ne? Ich möchte jetzt zum Abschluss noch mal ganz kurz die Runde wieder in alphabetischer Reihenfolge machen. Und Sie noch mal ganz, wir haben viele Punkte angesprochen. Aber ich würde gerne jetzt von Ihnen noch mal in kondensierter Form wissen, in wenigen Worten, was ist denn jetzt die zentrale Botschaft von Ihnen, die in die Welt geht aus diesem Bericht? Was sind die Punkte, die aus Ihrer Sicht in der Berichterstattung heute und in den kommenden Tagen nicht fehlen dürften? Herr Garschagen, das Alphabet zieht Sie zuerst vor. Ja, also ich denke tatsächlich, dieser Punkt, wir sehen den Klimawandel auch hier bei uns im Übrigen viel, viel stärker als vor 8,5 Jahren. Wir spüren die Auswirkungen. Wir wissen, dass die Auswirkungen mit jedem bisschen Erwärmung massiv ansteigen werden. Und gleichzeitig haben wir es noch selber in der Hand, dagegen vorzugehen und das Allerschlimmste abzuwenden. Aber dieses Fenster schließt sich. Und da sind wirklich die nächsten Jahre entscheidend. Im Übrigen auch, und das ist auch etwas Schönes an der Synthese, eben im Übrigen auch damit zu sagen, welche Anpassungsmaßnahmen werden eigentlich unter höheren Temperaturen gar nicht mehr funktionieren. Und das zeigt eigentlich diese Dringlichkeit. Wir haben es noch selber in der Hand. Wir haben es leider verpennt die letzten Jahre. Noch haben wir es selber in der Hand. Aber dieses Fenster, dass wir es selber in der Hand haben, wirklich das Schlimmste abzuwenden, schließt sich rapide. Und das muss wirklich jetzt endlich verstanden werden. Muss in konkretes Handeln noch überführt werden. Mutig vorangehen. Herr Gehn? Jetzt kann ich schon nicht mehr viel sehr Neues erzählen, sondern dasselbe nur noch mal anders formulieren. Aber ich möchte es nochmal für einen Bereich, für den ich auch zuständig war, formulieren, in dieser SPM, nämlich diesen Overshoot-Teil. Wir müssen anfangen, uns ernsthaft sozusagen mit der Welt jenseits von 1,5 Grad zu beschäftigen, weil wir auf die zusteuern. Das sagt der Synthesebericht auch recht deutlich. Und was das sozusagen für das Klimasystem selbst heißt, was das für Impactsrisiken, Anpassung heißt und was auch für Klimaschutz heißt. Aber sich damit zu beschäftigen, Herr Grinner hat ja schon gesagt, das ist kein Cliff, von dem wir dann abstürzen, bedeutet eben nicht, dass wir dann aufhören, dass wir uns davon paralysieren lassen sollen oder dürfen. Selbst wenn wir drüber gehen, selbst wenn wir das nicht wieder auf 1,5 brächten, jedes Zehntel Grad wird wichtig sein. Und auf welchem Niveau auch immer, wir müssen es erstmal schaffen, den Temperaturanstieg zu stoppen, das System zu stabilisieren. Zumindest wenn den Temperaturanstieg angeht. Und das bedeutet, wir müssen auf Netto-Null-Emissionen, das bleibt das richtige Ziel. Und dafür ist es wichtig, dass wir drastische Emissionsminderungen sehen, und zwar auch schon bis 2030, weil irgendwann bestimmte Dinge nicht mehr möglich sein werden in der Zielerreichung. Und das wird zuallererst und vermutlich im Global Stocktake und danach für das 1,5-Grad-Ziel diskutiert werden müssen. Herr Grinner, ich weiß, dass als Letzter in der Runde das immer ganz gemein ist, eine solche Frage zu beantworten, aber natürlich interessiert mich trotzdem auch Ihr Input noch. Es ist ganz klar, ich kann eigentlich bloß bestätigen, was meine beiden Kollegen hier gesagt haben. Im Jahr 2030 wird es für jedes einzelne Jahr schon eine Wahrscheinlichkeit von 40-60% haben, dass wir 1,5 Grad überschreiten in einem einzelnen Jahr. Das heißt aber nicht, dass es das Ende der Welt ist. Jedes Zehntel Grad weitere Erwärmung sollte verhindert werden. Und die Impacts, die sind wirklich langfristig. Und wir müssen eben verhindern, dass es immer schneller geht. Und Klimawandel zu begrenzen, heißt Net Zero, das ist ganz klar. Nur bei Net Zero wird die Erwärmung stabilisiert auf dem Level, auf dem wir dann erreicht haben. Dankeschön für diese Schlussrunde. Die letzte Frage, die beantworte dann mal ich, denn eine Kollegin oder ein Kollege fragt, ob dieses Pressbriefing unter 1 stattfindet, also zitiert werden darf. Nicht nur darf, sondern es ist ausdrücklich unser Ziel und unser Wunsch, dass Sie fleißig aus diesem Pressbriefing zitieren, wobei wichtig ist, dass Sie das Embargo berücksichtigen. Also bitte vor 14 Uhr alles schön für sich behalten und danach dann gerne ausgiebig und viel in Ihre Beiträge, auf die Webseiten, in die Zeitung. Das Video und das Transkript zu dieser Veranstaltung finden Sie nach Ablauf der Sperrfrist auf unserer Webseite. Wenn Sie es vorher brauchen und auch mit einer zunächst nur maschinell erarbeiteten Version des Transkripts einverstanden oder zufrieden sind, schicken Sie gerne Mail an redaktion@sciencemediacenter.de. Auch wenn Sie einen ausschließlichen Audiomitschnitt wollen, können Sie das per Mail an uns richten. Ich danke Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, für Ihr Interesse. Auch bis zum Schluss ist es nicht weniger geworden. Die Zahl war stabil der Menschen, soweit ich das sehen kann.
Viel Erfolg und viel Spaß bei der Berichterstattung heute. Herr Garschagen, Herr Geben, Herr Krinner, vielen Dank, dass Sie sich, obwohl das so, so lange gedauert hat, sich die Zeit genommen haben, gleich hier zu Beginn der Woche mit uns zusammenzusitzen und ja, uns einfach diesen interessanten Einblick in den Synthese-Report zu bringen. Vielen Dank und einen guten Start in die Woche an alle. Tschüss. Danke. Tschüss. Okay.